glaube, die haben wir alle schon mal gemacht. Man kostet ein bisschen viele Sit-Ups dann. So, wunderbar. Ihr hübsche Menschen, ihr dürft euch einmal. Heute machen wir, alle, die es noch nicht gehört haben, so wie Jochen, eine ganz entspannte Runde. Tatsächlich, wir machen ganz viel im Liegen. Und du darfst ja auch gerne was überziehen, Theresa, falls sie frisch wird. Ich weiß nicht. Es wird jetzt kein Hip-Training mehr werden. Falls dir frisch wird, du dir noch was überziehen möchtest. Oder ein paar Socken, könnt ihr euch auch anziehen. So wie ich das gleich machen werde. Ich habe letztens so Eisfüße gekriegt. Naja, egal. So. Kommt gerne einmal ganz entspannt in die Rückenlage. Oh, Jochen, heute ohne Hintergrund. Hast du den virtuellen Hintergrund entdeckt? Ja, Moment. So, einmal ganz entspannt in Rückenlage. Legt euch mal nieder. Ich gucke einmal, ihr dürft euch schon hinlegen, ganz genau. Stellt mal die Füße auf Mattenbreite auf und lasst mal die Knie nach innen fallen und macht mal so X-Beinchen. Die Knie fallen aneinander. Ganz genau. Die Hände könnt ihr gerne neben dem Körper ablegen. Genau, nee, du darfst dich auch hinlegen. Ich gucke nur, Lena, du darfst dich gerne hinlegen auf den Rücken. Füße mattenbreit aufgestellt, genau, und Knie aneinander. Und dann kommt ihr erstmal alle hier an, ganz entspannt. Hände könnt ihr neben dem Körper legen oder auch auf dem Bauch liegen, wo sich es für euch gerade gut anfühlt. Auf dem Bauch ist so meine Empfehlung, dann könnt ihr nämlich euch ein bisschen mehr auf die Atmung konzentrieren. Und dann kommen wir erstmal ganz entspannt an diesem Mittwochabend hier in dieser Stunde an und lassen den Tag einmal hinter uns. Atmet ganz entspannt, schließt gerne die Augen. Atmet entspannt durch die Nase, schön tief ein. Und lasst den Bauch mal richtig rund werden beim Einatmen. Und atmet durch den leicht geöffneten Mund wieder aus. Nimmt mal drei richtig bewusste, tiefe Atemzüge. Tief durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. Ich mache euch einmal alle stumm. Nicht wundern, wenn jemand was sagen will. So, atmet weiter noch. Zwei tiefe Atemzüge. Spürt mal richtig schön euren Brustkorb rein. Tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Lasst die Augen noch geschlossen, ganz entspannt. Wunderbar. Bleibt dann auf dem Rücken liegen. Und Gesundheit, Lena. Und führt einmal die Beine, stellt normal die Beine wieder auf. Also Knie wieder aufrecht. Und dann holt einmal mit euren Händen Knie zur Brust, bleibt aber liegen. Genau, fasst die Knie und macht mal kleine Kreise mit den Knien von innen nach außen. Also mit den Knien, ihr arbeitet genau. Ganz genau. Nehmt die Knie in die Hand quasi und innen macht ihr, führt die Knie zur Brust und führt sie über die Seite. Schön nach außen, links und rechts. Rechtes Knie geht nach rechts, linkes Knie nach links. Theresa, genau, ganz genau. Links und rechts, jeweils ganz genau. Dann hier ganz entspannte Kreise. Über innen nach außen. Lass die Augen werden geschlossen. Ganz entspannt. Nacken alles entspannt. Ihr müsst mich nicht sehen, ich erkläre es euch. Gebe Mühe, dass ihr mich versteht. Bleibt mal hier ganz entspannt. Tief weiter ein- und ausatmen. Nochmal ganz entspannt.
Lasst die Augen geschlossen, bleibt ganz bei euch. Versucht alles um euch herum auszublenden, falls irgendwelche Nebengeräusche sind. Ganz genau. Dann kommt einmal mit geschlossenen, schließt mal bitte die Knie wieder zur Mitte zurück. Und zieht euer linkes Knie einmal zu eurer Brust dran und das rechte Bein ausgestreckt gerade zum Boden bringen. Ganz genau. Oberkörper kann auch hier abgelegt bleiben. Zieht mal schön aktiv mit euren Händen das linke Knie zur Brust und versucht richtig schön die Streckung im rechten Bein noch zu lassen, dass ihr richtig schöne Hüftöffnung auch habt. Kopf gerne abgelegt. Augen gern weiterhin geschlossen. Wenn ihr mögt, könnt ihr hier mal den Fuß ein bisschen kreisen von eurem linken Fuß. Mal aktiv im Uhrzeigersinn und auch andersrum. Und ganz entspannt und tief ein- und ausatmen. Und jede Ausatmung versucht mal noch mehr Länge reinzubringen, sprich das rechte Bein noch mehr gerade, noch mehr Streckung reinzubekommen und das linke Knie noch mehr zur Brust zu führen. Ganz genau. Sehr gut. Und dann nehmt einmal, wechselt, also bleibt in der Rückenlage und lasst auch das Knie, das linke Knie noch an die Brust geführt. Greift einmal mit der rechten Hand euer linkes Knie. Rechtes Bein bleibt ausgestreckt und jetzt zieht einmal das linke Knie zur rechten Seite über eure rechte Körperhälfte rüber. Linker Arm, den bringt ihr auf Schulterhöhe. Und euer Blick geht und dem gestreckten Arm, dem linken Arm nach hinten nach. Augen könnt ihr gerne geschlossen lassen. Bringt hier eine schöne Dehnung rein. Rechte Bein schön gestreckt. Bringt hier einen schönen Twist in die Wirbelsäule. Und atmet hier richtig schön tief ein und aus. Schön in die Flanke atmen. Schön tief ein- und ausatmen. Ganz genau. Kommt einmal langsam zurück zur Mitte und wechselt einmal das Bein. Bleibt auf dem Rücken liegen. Und führt einmal das rechte Knie zur Brust, linkes Bein schön ausgestreckt, langer Boden. Reibt richtig schön fest, ganz genau, wenn ihr mögt. Auch hier gerne den Fuß, den rechten Fuß, ein bisschen kreisen. Einmal im Uhrzeigersinn und andersrum. Nacken, Kopf, Schultern, alles entspannt am Boden. Fühlt man einfach richtig schön in die Länge rein. Schön die Hüftöffnung. Ganz genau, richtig klasse. Auch hier noch weiterhin schön. Ganz entspannt, ganz genüsslich. Jede Bewegung durchführen. Schön tief ein- und ausatmen. Sehr gut. Und dann nehmt auch hier einmal das rechte Knie hin, greift mit der linken Hand das rechte Knie, zieht es zur linken Seite in den Twist rüber, Richtung Boden, rechter Arm fächert auf und ihr schaut eurem rechten Arm hinterher, könnt aber gern auch die Augen hier wieder schließen. Linkes Bein ist schön gestreckt. Und atmet auch hier nochmal richtig schön tief ein und aus.
Richtig schön tiefe, bewusste Atemzüge. Machen wir es uns im Alltag nicht. Und richtig schön die Lunge, das ganze Lungenvolumen ausschöpfen. Sehr gut. Bleibt noch dabei. Versucht nochmal mit der Ausatmung, euer rechtes Knie noch mehr Richtung Boden zu führen. Noch mehr an den Twist zu kommen. Noch zwei tiefe Atemzüge in dieser Position. Und dann kommt er einmal langsam zurück zur Mitte. Lasst die Füße dann, genau, kommt zur Mitte. Bleibt dann auf der Rückenlage. Machen heute ganz viel im Rücken. Jetzt kommen wir ein bisschen in die Schulterbrücke. Füße hüftbreit ungefähr aufgestellt. Parallel ungefähr eine Handbreit fast zwischen eure Knie. Nacken, Schultern, alles gut am Boden. Und dann kommt einmal hier, rollt euch einmal ganz langsam Wirbel für Wirbel von eurem Steißbein Richtung Schulter auf. Ganz langsam. Am höchsten Punkt geht wirklich nur bis zum Schulter, bleibt nicht auf der Halswirbelsäule. Oben einmal nochmal tief einatmen, Hüfte schön durchstrecken, Po schön fest. Und dann wieder ganz sanft von oben nach unten abrollen. Wirklich Wirbel für Wirbel abrollen. Bis in neutralen Position seid, das heißt normale kleine Lordose. Und dann beim nächsten aufrollen und einmal auch die Arme mit nach oben. Führt sie über euren Kopf in die Verlängerung. Die Arme sind quasi hinter eurem Kopf einmal gestreckt abgelegt, wenn ihr am höchsten Punkt seid. Dann hier auch nochmal tief einatmen und wieder abrollen, Wirbel für Wirbel. Und die Arme kommen im gleichen Tempo gestreckt wieder mit zurück zum Boden. Neben eurem Körper abgelegt. Und das machen wir noch ein paar Mal. Schön einatmen, Wirbel für Wirbel aufrollen. Nehmt die Arme wieder dynamisch mit. Macht euch mal oben richtig schön lang. Denkt euch mal ganz lang. Zieht euch mal richtig schön raus. Und dann wieder Wirbel für Wirbel abrollen. Und die Arme auch wieder gestreckt. Über die Seiten mit zurückführen zum Boden. Und das machen wir noch zweimal. Macht das weiter in eurem Atemrhythmus. War ganz wirklich so, als würdet ihr jeden Wirbelkörper einzeln spüren, jeden Wirbel. Oben auch gerne noch einmal richtig schön strecken. Richtig schön die Hüfte nach oben bringen und wieder Wirbel für Wirbel abrollen, die Arme wieder mitnehmen. Und das macht ihr noch einmal ganz sanft, ganz langsam und geschmeidig. Ja, ganz genau. Oben richtig schön die Hüfte durchstrecken. Das fühlt sich richtig gut an. Ganz genau. Sehr gut. Seid fertig, genau. Dann könnt ihr, kommen wir einmal in die Taube, aber in Rückenlage. Das gerne das beide Beine aufgestellt, wieder hüftbreit. Den linken Knöchel setzt ihr einmal auf euer rechtes Knie ab und greift mit euren Händen eure rechte Kniekehle, Kopf, Nacken, alles entspannt am Boden und zieht hier aktiv mit euren Händen euer rechtes Bein, rechten Oberschenkel zu euch ran und mit dem linken Ellbogen drückt ihr euren linken Oberschenkel schön nach außen, quasi weg von eurem Körper und spielt hier schön die Dehnung an der linken Po- und Oberschenkelrückseite. Auch hier könnt ihr, wenn ihr mögt, nochmal den rechten Fuß aktiv
Mitte zunehmen. Kreise machen, kleine Kreise, Sprunggelenken zu mobilisieren. Schultern ganz entspannt, trotz allem. Versucht mit der Ausatmung immer nochmal das rechte Bein noch mehr zu eurem Körper hinzubringen. Und gleichzeitig das linke Bein wegzupressen. Richtig schöne Hüftöffnung, richtig schöne Dehnung spürt. Ja, ganz genau, richtig gut. Noch zwei tiefe Atemzüge. Könnt gerne die Augen noch weiterhin geschlossen halten, wie es euch angenehm fühlt. Ihr bleibt ihr noch mehr bei euch, wenn ihr die Augen schließt. Und wenn ihr zwei Atemzüge habt, dann löst einmal langsam den rechten Fuß auf, linken wieder daneben parallel und wir machen direkten Seitenwechsel. Rechter Knöchel geht aufs linke Knie. Wenn man die Beine geschlagen quasi, ihr greift in eure linke Kniekehle, zieht das linke Bein zu euch ran und mit dem rechten Ellbogen presst ihr euer rechtes Bein von eurem Körper weg. Könnt auch hier gerne den linken Fuß kleine Kreise machen, nochmal das Fußgelenk mobilisieren, mit reinbringen in die Bewegung. Und auch hier mit jeder Ausatmung nochmal versuchen, noch mehr in die Dehnung zu kommen, indem ihr noch näher das linke Bein zu euch ranführt. Aber guckt, dass ihr hier auch wirklich schön trotzdem nicht verkrampft in den Schultern, Nacken, Kopf, alles entspannt und Verlängerung am Boden. Ganz genau. Mach hier schöne tiefe Atemzüge. Genau. Noch drei schöne tiefe Atemzüge. Wenn ihr das habt, kommt einmal gerne zurück zur Mitte. Streckt einmal gerne die Beine aus. Nehmt einmal kurz. Wir machen Strecken und Strecken uns einmal. Nehmt einmal gerne die Arme über Kopf. Beine sind lang, Arme sind lang. Und macht euch mal hier, zieht euch mal einmal richtig schön diagonal in die Länge auseinander. Ganz aktiv. Vom kleinen Zeh bis zum kleinen Finger. Einmal komplett richtig schön genüsslich in die Länge ziehen. Über die Seiten. Mal ganz bewusst und ganz aktiv. Ganz tiefe Atemzüge auch hier. Richtig einmal lang ziehen. Und Lena haben wir gleich zum Einschlafen gebracht. Sehr schön. Dann führt einmal die Arme wieder neben euren Körper. Stellt die Füße nochmal auf. Wir bleiben immer noch in der Rückenlage. Und jetzt kommen wir in den Flug oder in den Rollover, wie auch immer ihr das nennen mögt. Nämlich einmal die Beine senkrecht 90 Grad nach oben. Streckt Arme links und rechts von euch weggestreckt, also lang neben dem Körper. Die könnt ihr als Unterstützung nehmen, ein bisschen Druck darüber ausüben. Und dann führt einmal möglichst gestreckt die Beine genau hinter euren Kopf. Entweder ihr lasst sie parallel, das lasse ich für euch, seid ihr ganz sanft und vorsichtig, was sich für euch, für eure Halswirbelsäule in Ordnung anführt. Entweder lasst ihr die Beine parallel zum Boden. Wer mehr möchte und sagt, oh, Mobilität ist da, kann auch gerne die Beine hinten, hinterm Kopf zum Boden bringen. Wichtig ist hier, dass ihr keinen starken Druck, keine Schmerzenhalswirbelsäule habt, dass ihr wirklich noch theoretisch den Kopf drehen könntet, müsst ihr jetzt nicht. Ihr könnt ganz normal Kopf und Verlängerung der Halswirbelsäule belassen. Und hier hinten könnt ihr einmal, wenn ihr mögt, entweder bleibt ihr in den 90-Grad-Winkel oder ihr wandert mit den Füßen einmal etwas nach rechts,
spür den Boden. Was sich für euch gerade gut und ja, ein bisschen anstrengend, aber hauptsächlich gut und schmerzfrei anfühlt. Und wenn ihr über den Boden wandert, auch einmal nach links wandern. Und dann kommt Wirbel für Wirbel gerne wieder zurück in die Ausgangsposition. Ganz genau. Führt einmal nochmal jetzt die Knie einfach zur Brust. Macht euch mal klein wie ein Päckchen. Und schaukelt ein bisschen vor und zurück. Das kleine Kreis auf der Wirbelsäule. Dann größer werden. Bis ihr dann zum Sitzen kommt. Überkreuzt dann gerne einmal die Beine und kommt in den Schneider. So, sieht man hier, wie man so schön sagt, die Pobacken nach hinten. Richtig schön hier auf den Sitzbeinhöckern sitzen. Schön gerade sitzen. Ganz genau. Wichtig ist, dass ihr wirklich schön am Boden sitzt. Hände ruhen auf den Knien und dann machen wir hier einmal Kreise mit unserer Wirbelsäule. Gerne einmal entgegen dem Uhrzeigersinn oder auch mit dem Uhrzeiger. Wir machen beide Richtungen. Nehmt ihr mal die ganze Bewegung mit. Das heißt, wenn ihr nach vorne geht, schließt doch hier gerne die Augen. Dann man sich noch viel bewusster war, die Bewegung. Wenn ihr nach vorne geht, gerne ein bisschen mehr den Rücken gerade machen. Mehr ins Hohlkreuz quasi fallen. Und wenn ihr nach hinten rollt, den Rücken etwas runden. Aber nehmt ruhig aktiv die Schultern mit. Das ist so richtig so eine lebendige Bewegung, wie es sich einfach gerade gut anfühlt und wie es der Körper euch gerade so vorgibt, was gerade möglich ist. Und den Kopf mitnehmen, könnt alles einmal so richtig schön in Kreisbewegung. Ganz automatisch kommt die Bewegung. Denkt gar nicht nach, einfach nur kreisen. Und dabei tief atmen. Wie gesagt, Augen gerne geschlossen lassen. Noch zwei Kreise in diese Richtung. Und dann, wenn ihr in der Mitte angekommen seid, wechselt einmal die Richtung. Die Bewegung bleibt die gleiche, nur die Richtung wechselt. Richtig schöne Kreise, den ganzen Oberkörper. Einfach mal so richtig durchbewegen. Klasse. Hier gibt es kein richtig und kein falsch. Ganz genau. Sehr gut. Noch zwei Kreise in diese Richtung. Und dann kommen wir einmal zum Stillstand. Und dann wechseln wir über den Seitsitz in den Vierfüßlerstand einmal gemeinsam und kommen einmal in die Katze. Co-Bewegung, die kennt ihr alle. Guckt, dass die Hände wieder unterhalb der Schultern sind, Knie unterhalb der Hüfte. Und dann gerne die Fußrücken flach am Boden ablegen. Und rundet euch einmal richtig aktiv. Und atmet hierbei ganz doll aus, wenn ihr euch rund macht. Mit der Einatmung immer richtig schön in die Kuh kommen. Der Kopf kann neutral bleiben, müsst ihr nicht in den Nacken werfen. Könnt ihr aber auch ein bisschen aktiver den Blick nach oben bringen, wenn ihr in der Kuh seid, was sich für euch gerade gut anfühlt. Wichtig ist hier immer richtig auch in eurem Atemfluss sich zu bewegen. Keine abgehackten Bewegungen.
Ganz genüssliche Bewegungen. Achtet richtig schön nur auf euch. Ganz genau, richtig schön nach oben rausdrücken aus den Schulterblättern, den oberen Rücken mal richtig rund machen, unteren Rücken rund machen. Und auch wieder zurück. Ganz genau. Noch zweimal in eurem Atemrhythmus. Dann bleiben wir im Vierfüßlerstand. Linker Fuß und Bein bleibt aufgesetzt. Rechte Bein heben wir einmal gestreckt an und führen es einmal über unser Mattenende, über das linke Bein rüber, ganz genau. Guck, dass ihr hier auch wirklich weiterhin schön so stehen bleibt, dass ihr ganz stabil eure Hände unterhalb der Schulter sind. Und dann schaut einmal zu eurem rechten Fuß nach hinten. Zieht die Schultern aktiv tief und zieht euch hier einmal richtig schön in die Seite. Dann merkt ihr, wie ihr links quasi euch klein cruncht, die Seite klein und kurz macht. Und versucht immer aktiv die rechte Seite zu spüren, die rechte Flanke, wie ihr richtig lange zieht. Ganz genau, gestrecktes Bein, linkes Knie bleibt parallel stehen. Ja, sehr gut. Und schaut ihr wirklich aktiv rein, euren rechten Fuß hinterher. Ganz genau. Noch zwei tiefe Atemzüge hier. Und dann führt einmal das gestreckte Bein zurück zur Mitte. Unterhalb der Hüfte absetzen. Einmal kurz den Po zurückschieben. In die Position des Kindes. Die Arme gerne nach vorne strecken, Stirn allerdings ablegen, bis der Po zwischen euren Beinen Platz findet. Fußrücken abgelegt. Lange gestreckte Arme. Finger schön auffächern. Stirn ruht am Boden. Atmet hier auch weiter tief ein und aus. Schließt die Augen. Und krabbelt Stück für Stück, Millimeter für Millimeter mit euren Händen Richtung Mattenanfang. Aber der Po bleibt da, wo er ist. Das sind minimale, kleine Bewegungen. Ihr versucht, noch mehr Länge in eurem Oberkörper zu bringen. Wir haben nur ganz kurz noch drei tiefe Atemzüge hier. Spürt auch insbesondere in dieser Position, wie sich euer Brustkorb hebt und senkt ganz aktiv. Sehr gut. Mit der nächsten Ausatmung kommt wieder zurück in den Vierfüßlerstand. Schaut, dass ihr eure Knie wieder unterhalb der Hüfte, Hände unterhalb der Schulter aufstellt. Machen wir die gleiche Bewegung, die wir eben gemacht haben mit dem linken Bein. Linkes Bein schön gestreckt nach hinten bringen und führt es außerhalb der Matte neben eurem rechten, neben euer rechtes Bein. Genau. Und jetzt schaut auch hier einmal aktiv. Dreht euch einmal richtig schön, cruncht euch mal richtig klein. Lasst ihr wirklich Becken und Brust quasi. Oberkörper ganz auf der rechten Seite, ganz klein zusammencruncht, richtig schön klein macht und links in der Flanke, in der linken Seite eine richtig schöne Dehnung erzeugt. Dass da richtig schön lang wird und ein richtig schöner Dehnzug entsteht. Genau. Versucht die Schultern auch hier aktiv von den Schultern wegzuziehen von den Ohren. Und auch hier noch drei tiefe Atemzüge. Sehr gut. Drei
paar tiefe Atemzüge habt, dann kommt einmal zurück zur Mitte in den Vierfüßler, setzt die Füße auf, drückt euch hoch in den herabschauenden Mund und spürt erstmal hier richtig schön in die Länge von eurem Rücken. Und dann einmal hier aktiv die Fersen zum Boden führen, abwechselnd, auch schön auf der Stelle, Brust Richtung Boden pressen, Kopf zwischen euren Händen durch und einmal richtig schön die Füße zum Boden bringen und dann nimmt man aktiv die Hüfte mit, wie so ein kleines Rippen bewegen der Hüfte, nicht nur die Füße, sondern wirklich einmal richtig schön aktiv Hüfte und Füße bewegen, in den Boden treten. Ganz genau. Wunderbar. Dann kommt einmal zum Stillstand in den herabschauenden Mund. Bleibt in der Position. Gebt einmal ein rechtes Bein Richtung Himmel schön gestreckt. Und mit der nächsten Ausatmung einmal den Fuß des linken Beines vorne zwischen euren Händen absetzen. Ganz genau. Hände sind links und rechts vom Fuß. Hinteres Knie ablegen, Fußrücken ablegen. Ganz genau. Und dann einmal aufrichten und dann presst einmal hier gerne die Hände auf euer linkes Knie und kommt einmal hier richtig in die Öffnung. So, und jetzt versucht einmal das Becken aufzurichten. Das heißt nicht hier so durchhängen komplett, sondern zack, hier mehr eine Aufrichtung zu schaffen. Ganz genau, trotzdem versuchen und dann spürt ihr richtig schön eine Dehnung. Bei den meisten, ja, links oder rechts, je nachdem, auf der Seite, wo das Bein hinten ist, auf jeden Fall. Ganz genau. Tiefe Atemzüge. Sehr gut. Und dann bringt er einmal den rechten Ellenbogen ins linke Knie, an die Außenseite oder das von dem Bein, was vorne ist. Und der andere Arm geht einmal nach oben und versucht einmal in die Öffnung zu gehen. Dass wir hier nochmal den Twist mitmachen. Ganz genau. Ganz genau. Sucht ihr richtig schön, schaut gerne dem Arm hinterher. Zwei tiefe Atemzüge. Sehr. Bringt den Arm wieder zurück. Hände beide links und rechts vom Fuß wieder aufgestellt. Rechter Fuß stellt wieder auf. Und schiebt euch nochmal in den herabschauenden Mund. Und hier nochmal auf der Stelle ein bisschen treten, nochmal kurz durchbewegen. Bevor wir auf die andere Seite wechseln. So, kommt auf der zum Stillstand in der Mitte, hebt das andere Bein, bei mir ist rechts, zum Himmel, tiefer Atemzug und stellt den Fuß vorne zwischen euren Händen auf, mit einem tiefen Lunge, anderes Bein, Knie, Fußrücken am Boden ablegen und auch hier wieder aufrichten, ganz genau, schön Druck ausüben, hier richtig schön Druck. Außerdem, dass man noch mal ein bisschen mehr in die Dehnung kommt. Und dann auch hier versuchen, das Becken mehr aufzurichten, dass wir nicht komplett ins Hohlkreuz fallen. Dann merkt ihr eben, wie die Dehnung sich, spürt gerne mal selber rein, lasst mal hängen, geht mal ins Hohlkreuz und dann richtet man das Becken auf. Dann werdet ihr merken, dass die Dehnung viel intensiver wird, wenn wir das Becken aufrichten. Ganz genau, richtig gut. Und dann auch hier, nehmt ihr den Arm von der Seite oder diagonal wieder an eurer
vorderes Bein, bei mir ist das linke Arm, Außenseite, rechtes Knie. Und ich begebe mich hier wieder in den Twist, rechter Arm, Richtung Himmel. Und versuchen hier Gleichgewicht zu halten. Und schön in den Twist zu gehen. Und tiefe Atemzüge auch hier wieder. Zwei tiefe Atemzüge. Ja, wunderbar. Genau so. Und wenn ihr zwei tiefe Atemzüge habt, auch hier kommt wieder zurück zur Mitte. Hände links und rechts wieder aufgestellt im Vorderfuß, hinterer Fuß sitzt auch wieder auf. Und schiebt euch noch ein letztes Mal den herabschauenden Hund. Einmal hier nochmal aktiv beide Fersen gleichzeitig zum Boden versuchen zu bringen. Mit möglichst gestreckten Beinen. Kopf möglichst zwischen die Schultern schieben, Richtung Boden ganz, ganz aktiv. Nochmal genießen. Nochmal zwei tiefe Atemzüge hier. Ganz genau. Und dann bleibt einmal hier und dann wandert jetzt gestreckten Füßen zu euren am Boden befindlichen Händen nach vorne. Möglichst mit gestreckten Füßen nach vorne wandern. Und dann bleibt einmal hier unten, greift eure Ellbogen und lasst euch einmal hängen. Jetzt könnt ihr eine Mikrobeuge in den Knien machen, dann ganz leichte Beugung in den Knien. Und einmal hier erstmal richtig aushängen. Wer möchte, kann hier ein bisschen pendeln. Von links nach rechts. Augen gern geschlossen. Einfach nur mal schwer werden lassen. Wer möchte, kann auch bouncen. Das heißt, kleine Federungen, also klein bisschen Federn auf der Stelle oder auch beides kombinieren. Bouncen und von links nach rechts wippen quasi bis zur rechten Fußaußenkante über die Mitte zur linken. Und dann kommt langsam in der Mitte an. Lass die Hände nochmal zum Boden fallen, schwer werden. Und dann rollt ihr euch ganz, ganz, ganz langsam, wirklich ganz langsam, Wirbel für Wirbel, von unten nach oben, auf, zum Schluss, Schultern und der Kopf ganz zum Schluss. So, ihr Lieben, und nochmal die Schultern kreisen, ganz genau. Richtig schön über vorne, nach oben, nach hinten. Und dann sage ich vielen Dank fürs Mitmachen und wünsche euch einen schönen entspannten Abend. Danke dir, Franzi.